Am Montag berichtete CCTV, dass China 24 Sukhoi Su-35 erhält, Russlands fortschrittlichsten Kampfjet. Chinas Militär kauft zudem 4 russische U-Boote zur Flotte seines 65 teilweise mit Nuklearraketen ausgestatteten U-Booten hinzu. Chinas Regime hat seit den 90er Jahren die Su-35-Jets kaufen wollen, doch Russland hielt seine Militärtechnologie zurück aus Angst, die Chinesen würden die russische Technologie nützen, um eigene Waffensysteme zu entwickeln und so zum Konkurrenten auf dem Rüstungsmarkt werden. Doch Russland ist sich nun sicher, die Su-35 können nicht kopiert werden. Laut CCTV soll der Deal bereits unterzeichnet worden sein, bevor Xi Jinping am Wochenende nach Russland reist.